Legrand riskiert bei der Rabenjagd nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Gesundheit. Er ist wie besessen. Vielleicht schnappte er deswegen damals den Raben und niemand sonst. Was ich mir gerade gedacht habe, der Inspektor sagt, dass der Rabe der Einzige ist, der den Namen Nico weiß. Aber vielleicht hat er das irgendwann mal irgendwem erzählt, sodass derjenige dann eben den Brief dementsprechend geschrieben hat. In diesem kleinen Papierbriefchen werden Beweise gesammelt. Zumindest solche, die in kleine Papierbriefchen passen. Okay, ich glaube, ich gehe mal wieder hoch. In der Hoffnung, dass ich da den Kapitän treffe. Ach, hier sitzt er ja, okay. Ah, coole Musik, irgendwie. Kapitän De Conti sitzt schon wieder an der Bar. Er war es auch, der mir gestern das Champagnerglas in die Hand gedrückt hat. Okay, dann wird der uns hoffentlich erzählen können, von wem er das hatte. Hallo, Kapitän De Conti. Ah, Wachtmeister Zellner. Sie sind wieder auf den Beinen. Das freut mich. Ja, mich freut es auch. Wie haben Sie die letzte Nacht erlebt? Ach, ganz schrecklich, nicht wahr? Das Dinner war fantastisch. Alle freuten sich auf ein gemütliches Beisammensein unter den Sternen. Und dann das. Sie waren den ganzen Abend im Salon? Als Kapitän muss ich mich um meine Gäste kümmern. Nachdem Sie und die anderen so Hals über Kopf rausgestürmt sind, habe ich mich bemüht, die Stimmung nicht kippen zu lassen. Aber als dann der Alarm losging, war diese Schlacht natürlich verloren. Die Baronin. Wie war das mit der Baronin? Sie hat mich positiv überrascht. Nachdem sie bei der Begrüßung so abweisend war und sich den ganzen Nachmittag nicht blicken ließ, befürchtete ich schon, sie gehöre zu den Langweilern und Spießern. Aber dann ist sie am frühen Abend aufgetaucht, war bester Laune und hat ordentlich was weggeschafft. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Oh ja. Hat sie etwas zu Ihnen gesagt? Sie hat mich nach Legrands Kabine gefragt. Ich habe sie ihr genannt und sie zum Umtrunk am Abend eingeladen. Hab ordentlich Werbung dafür gemacht. Das ganze Schiff wird da sein. Das wollen Sie auf keinen Fall verpassen, habe ich gesagt. Und dann? Ihr schien die Vorstellung gut zu gefallen. Sie lächelte und verschwand noch einmal für ein paar Minuten. Dann kam sie wieder und schien sehr zufrieden. Wir haben auf das Leben angestoßen. Aber irgendwann ging es ihr dann nicht mehr so gut. Sie hatte es wohl ein wenig übertrieben. Sie schwankte plötzlich und verschüttete beinahe ihren Drink. Ich habe sie gefragt, ob sie sich nicht kurz in ihrer Kabine ausruhen wolle. Zunächst wollte sie nicht, wollte unbedingt im Salon bleiben. Doch dann hatte sie wohl eingesehen, dass sie ein Nickerchen dringend nötig hatte. Wir sind zusammen hinausgegangen. Den Rest der Geschichte kennen Sie. Der wurde bestimmt auch irgendwas in den Drink gekippt. Haben gestern Abend alle aus derselben Flasche Champagner getrunken? Es war nicht nur eine, wenn Sie das meinen. Es waren einige Gäste und über die Dauer von mehreren Stunden. Die letzte Flasche Champagner, aus der auch die Baronin getrunken hat, haben sich auch andere daraus bedient? Sicherlich. Wir haben Grund zu vermuten, dass sich im Champagner ein Schlafmittel befand. Unerhört! Aber hätten wir dann nicht alle müde werden müssen? Nicht, wenn das Schlafmittel speziell ins Glas der Baronin geschüttet wurde. Verstehe. Das wäre durchaus möglich. An so einem Abend werden viele Gläser gefüllt und geleert. Es gibt mehrere Stewards, viele Gäste. Da behält niemand den Überblick. Ein paar Tropfen in ein Glas? Ja, durchaus möglich. Das Glas, das Sie mir gestern Abend gereicht haben, wo hatten Sie das her? Oh, ich verstehe. Sie glauben, Ihr Glas sei auch vergiftet gewesen? Haben Sie es selber eingeschenkt? Nein. Ich habe gesehen, wie schlecht es Ihnen ging und wollte die Situation retten. Ich habe das nächstbeste Glas gegriffen und es Ihnen gegeben. Stand es auf dem Tisch? Nein. Ich bin zu Ihnen hinübergeeilt, zusammen mit Dr. Gebhardt, der...
Natürlich. Er hatte das Glas in der Hand. Er sah sich um, wo er es abstellen konnte, um sich besser um sie kümmern zu können. Ich habe es ihm aus der Hand genommen. Oha. Und dann mir gegeben. Ich möchte mich dafür entschuldigen, aber sie sahen so elend aus und ich wollte ihnen einfach etwas Gutes tun. Da habe ich nicht daran gedacht, ihnen ein eigenes Glas zu besorgen. Also hatte der Doktor das Glas mit dem Schlafmittel in der Hand? Tja, die Frage ist, warum? Weil er kurz vorher irgendwas da reingetan hat oder weil er derjenige gewesen ist oder gewesen sein sollte, wie auch immer, der vergiftet werden sollte, ihr wisst, was ich meine. Kann man feststellen, wo der Alarm ausgelöst wurde? Ich befürchte, nein. Es gibt überall auf dem Schiff Alarmmelder. Ich habe gesehen, dass sie verplombt sind. Könnte man nicht einfach schauen, wo die Verplombung fehlt? Ich fürchte, sie wird bei vielen Alarmmeldern fehlen. Wissen Sie, dies ist ein altes Schiff und über die Jahre... Die Alarmmelder wurden also nicht regelmäßig gewartet, wollen Sie mir damit sagen? Ich werde das natürlich sofort an die Crew weitergeben. Natürlich. Natürlich. Er sagt das Gleiche wie ich. Finde ich gut. Was können Sie mir zu den Passagieren sagen? Ach, noch nicht sehr viel, befürchte ich. So richtig kennenlernen wollte ich Sie ja beim Empfang. Ich habe den meisten bisher nur die Hand geschüttelt, als Sie an Bord gekommen sind. Ein paar Stammgäste sind an Bord und ich habe mich nach dem Dinner mit Herrn Kreuzer, dem sympathischen Geiger, und Lady Westmacott unterhalten. Aber die kennen Sie ja schon aus dem Zug. Es scheint nicht sonderlich viele Passagiere auf dem Schiff zu geben. Diese verfluchten Flugzeuge machen uns das Leben schwer. Können Sie sich das vorstellen? Da zwängen sich erwachsene Menschen lieber in diese engen Metallsärge, anstatt sich die frische Meeresluft um die Nase wehen zu lassen. Es geht Ihnen um die Zeitersparnis. Es sollte nicht darum gehen, wie viel Zeit man von A nach B braucht, sondern wie man diese Zeit verbringt. Was man auf der Reise erlebt, darum geht es doch. Ich werde mich dann mal wieder auf Spurensuche begeben. Auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister. Okay, jetzt gucke ich mich hier erstmal um, bevor wir direkt wahrscheinlich in den nächsten Dialog hier mit der Lady Westmacott gehen. Die Versorgung mit alkoholischen Getränken und allem, was dazugehört, ist an Bord dieses Schiffes allererster Klasse. Etwas frisches Eis und eine Zange. Die könnte noch mal nützlich sein. Gut, gut. Herr Wachtmeister Zellner, was muss ich sehen? Macht jetzt sogar die Polizei schon lange Finger? Ich benötige dieses Instrument für eine kriminologische Untersuchung. Na, wenn Sie das sagen. Aber bringen Sie die Zange wieder zurück, wenn Sie sie nicht mehr brauchen. Sonst habe ich den ganzen Tag kalte Finger. Ja, okay. Ist klar. Gibt es hier noch irgendwas? Das ist nur Lady Westmacott. Na gut, dann werden wir jetzt wohl mit der Dame hier sprechen. Lady Westmacott scheint eine Frühaufsteherin zu sein. Vielleicht aber auch nur, wenn Morde in ihrer Umgebung passieren. Ich habe im Zug das Funkeln in ihren Augen gesehen. Sie brennt darauf, eigene Mutmaßungen anzustellen. Gut, dann bin ich jetzt sehr gespannt, was sie uns zu dem ganzen Fall hier zu sagen hat. Lady Westmacott, so früh schon auf den... Oh. Herr Wachtmeister, wollten wir nicht erst denken, dann reden? Es tut mir leid, ich wollte nicht. Keine Zeit für Floskeln. Was haben die Ermittlungen bisher ergeben? Wir sind noch dabei. Um genau zu sein, habe ich einige Fragen an Sie. Nur zu. Boah, ganz ehrlich, der Charakter ist so super, ne? Ich liebe den. Was sagen Sie zu unserem Abenteuer im Zug? Eine außergewöhnliche Geschichte, nicht wahr? Ich freue mich, dass Sie Ihre Qualitäten unter Beweis stellen konnten, Herr Zellner. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Ich bin froh, dass alles ein gutes Ende genommen hat. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich um Matthew gekümmert haben. Ja? Ich hätte es nicht ertragen, wenn ihm etwas passiert wäre. Alles nochmal gut gegangen. Glauben Sie, der Dieb aus dem Zug und der Mörder sind ein und dieselbe Person?
Ich glaube, diesem neuen Raben ist alles zuzutrauen. Legrand glaubt, dass es vielleicht keine neuen Raben gibt. Er glaubt, der Alte könnte zurückgekehrt sein. Das hat er gesagt? Halten Sie es für möglich? Alle glauben, er sei tot. Als Dramatikerin würde ich mich über die Rückkehr des Raben natürlich freuen. Eine Legende kehrt zurück, um einen letzten Job zu erledigen. Das ist romantisch. Gleichzeitig wäre ich aber von ihm enttäuscht. Wie meinen Sie das? Ich habe die Karriere des Raben aufmerksam verfolgt. Es gab ja nicht viele Einbrecher mit Charakter, mit Charme sozusagen. Seine Einbrüche hatten Cleverness und Witz. Aber in London hat er geschlampt. Fast wäre er erwischt worden. Und die Sache im Zug kann ich ihm nicht verzeihen. Nein, mir wäre es lieber, wenn der echte Rabe bei den Toten bliebe und weder mit dem Einbruch noch mit dem Mord zu tun hätte. So wird es vielleicht sogar auch sein. Was glauben Sie? Wen sollten wir verdächtigen? Alle. Oder so gut wie alle. Jeder an Bord erfüllt die physischen Voraussetzungen, um jemanden zu erschießen. Aber wer verfügt über die Psyche, einer wehrlosen Person das Leben zu nehmen? Man kann den Leuten nicht hinter die Stirn blicken. Und sie sollten es auch gar nicht erst versuchen. Sie müssen Hinweise sammeln, Indizien, Spuren. Nur das bringt uns voran. Es ist nicht wie in einem schlechten Kriminalroman, wo kurz vor Ende ein neuer Charakter eingeführt wird, der sich dann für alle völlig überraschend als Mörder entpuppt. Mörder hinterlassen Hinweise. Sie sind nervös. Oder betont lässig. Sie müssen sich ständig verstellen. Und deswegen machen Sie Fehler. Das ist Ihre Chance, Herr Wachtmeister. Finden Sie den Fehler, dann finden Sie den Mörder. Das werden wir auch, früher oder später. Haben Sie etwas vom Mord mitbekommen? Leider nein. Ich war schon in meiner Kabine und habe die ganze Aufregung verpasst. Verfluchtes Alter. Wem sagen Sie das? Ach, Sie sind noch jung. In meinem Alter muss man damit rechnen, nicht mehr allzu viel Neues zu erleben. Und obwohl ich so viele Male über Morde geschrieben habe, habe ich noch nie einen miterlebt. Das ist spannend. Ich könnte mir denken, nicht jeder nimmt die Situation so gelassen hin wie Sie. Herzlos wollten Sie doch sagen, oder, Wachtmeister? Ich habe mir den Mord an der Baronin nicht gewünscht. Aber wenn ich ihn schon nicht rückgängig machen kann, kann ich ihn genauso gut machen. Naja, okay. Was halten Sie von Inspektor Legrand? Er scheint so fähig zu sein, wie alle behaupten. Intelligent, zielstrebig. Ich habe mich gestern mit ihm unterhalten und er hat mich beeindruckt. Aber da ist auch etwas Getriebenes in seinen Augen. Ich glaube, er hat nie wirklich aufgehört, den Raben zu jagen. Die Ergreifung des Raben war das Ereignis, das ihn berühmt gemacht hat. Was, wenn er wirklich den Falschen erwischt hätte? Ungerechtfertigt darum, nagt an Menschen. Zumindest an den Guten. Glauben Sie, dass er zu den Guten gehört? Wer mit solcher Inbrunst versucht, sein eigenes Denkmal zu Fall zu bringen, muss ein aufrechter Mensch sein. Oder ein Verrückter. Ich muss weiter, Lady Westmacott. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Wachtmeister Zell. Na klar. Natürlich. Also ganz ehrlich, den Inspektor würde ich jetzt auch nicht wirklich verdächtigen. Ich weiß nicht warum, aber nee, ich glaube der nicht. Ach so, das hier ist das Hinterdeck. Jetzt sind wir wieder hier. Wir haben die Zange und haben jetzt so viel gequatscht, dass ich gerade erstmal überlegen muss, was wir jetzt hier überhaupt mit der Zange machen können. Ach, wir können doch... Klar, er hat uns doch erlaubt, dass wir in die Kabine der Baronin gehen. Dann sollten wir das natürlich auch schleunigst tun. Das ist der erste Mordtatort, mit dem ich zu tun habe. Na dann mal los. Das ist
doch jetzt für ihn voll aufregend, ist doch das, was er sich immer gewünscht hat.